Halt einfach eine Pfeiltaste nach oben. Das vergesse ich immer, weil ich bin es einfach so gewohnt, dass man die Konsole aufmacht und irgendeinen Befehl eingibt. Und nicht, dass man da dann noch ewig mit den Pfeiltasten auch rumfuhrwerken kann da drin. Halt so. Und an der Stelle stelle ich mir doch die Frage, woher kommt eigentlich der Begriff Rumpfuhrwerken? Es hat bestimmt da, ja, ich will jetzt nicht sagen, jeder schon mal gehört, aber der eine oder der oder die eine oder andere hat es bestimmt schon mal gehört, Rumpfuhrwerken, wenn man halt irgendwo, ja, drin rumwerkelt. Aber woher kommt es eigentlich? Kommt es tatsächlich von den Fuhrwerken? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich ja. So, wir brauchen dringend Holz. Haben wir wirklich keins mehr? Nehmen wir wirklich keins mehr? Oh. Woher haben wir jetzt eigentlich so viel Erde? Ist das alles vom Keller? Ja, und wahrscheinlich aus der Mine, stimmt. Halt, wir können ja den hier machen. Oh, das ist ganz schön wenig. Und so. Naja, so wenig ist dann auch wieder nicht. Reicht, denke ich mal, noch für das Geschoss. So, dann wollen wir die jetzt gleich mal verkraften hier. Und diesen hier wollen wir einfach so ein-, zweimal E drücken und dann geht es schon. So. Ein paar haben wir jetzt. Noch kurz warten, bis wir dann die restlichen auch noch haben. Es kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Oh, ist schon fertig. Finde ich gut. Und hier freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf, wenn da mal Treppen drin sind, wenn wir uns da nicht die ganze Zeit den Kopf anhauen. So. Das dürften wir gleich durch sein, genau. So, die Fackel nehmen wir weg. Dann würde ich sagen, klettern wir hier mal hoch. Und machen den hier. So, die müssen jetzt hier leider dran glauben. Da muss nämlich ein Stockwerk hin. Ah, puh, ich dachte, ich erwische den jetzt nicht mehr. Wie weit der fliegt hier, ne? So ein einfacher Holzklotz und fliegt dann irgendwie so einen halben Kilometer weit. So, das ist jetzt Höhe 4. Gut. Was war jetzt gerade los? Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das im Video seht, aber ich hatte jetzt gerade einen ganz, ganz kurzen Frame Drop. Na? Na, will er nicht? Okay, dann hüpfen wir halt so hoch. Wenn er nicht anders will. Wobei, wir könnten eigentlich auch nur die Ecksteine hier setzen und dann wieder runterhüpfen. Und uns dabei natürlich unseren linken Knöchel verstauchen. Weil wir so unvernünftig waren und aus so großer Höhe runtergesprungen sind. Mann. So, da dauert das auf die Axt wechseln wahrscheinlich länger als das Abschlagen. Oder mit Sicherheit. Mich würde mal interessieren, ob das ein größerer Aufwand ist, da die ganze Zeit auf die Axt zu wechseln und das schnell abzuschlagen. Oder. Ach so, das ist ja eh dann hier schon. Ach, cool. Oder ob das ein größerer Aufwand ist, dann das einfach mit der Hand abzuschlagen. So, kurz die Treppe gebaut. Dann hier drüben wieder. Wie gewohnt, Blöcke abschlagen, zack, zack, zack. Einsammeln und weiter geht das fröhliche Bauen hier oben. Es wird Zeit, dass wieder Nacht wird hier. Unser Holz geht langsam zur Neige. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass da wirklich so viel Holz drauf geht. Also ich meine, es waren hier jetzt 116. Wir hatten ein 99er Stack und ein 17er Stack.
Woher wir es jetzt. Ach so, genau, das ist 18. Da haben wir jetzt hier gerade abgebaut. Und der ist jetzt schon wieder leer. So, geht das jetzt auch wieder so rum? Ach so. Blöd. So, tja. Aber zum Glück sind es ja diesmal nur noch 18 oder leider sind es diesmal nur noch 18. Das bedeutet nämlich, dass wir schon am Tag rübergehen müssen und uns da so. Ich weiß gar nicht, wie viel sollen wir denn holen? Es geht relativ schnell weg. Ich glaube, wir sollten uns da schon ein paar Stacks holen. So, weg ist es. So. Jetzt müssen wir neue machen. Oh. Ich werde doch sch ja, vielleicht nicht sterben, aber ganz schön viel Leben verlieren. Aber trotzdem wir jetzt krass so viel Leben verloren haben, sind wir immer noch lebensfroh. Was da hinten ist unser Baum hier. Ach, das sind zwei oder wie, die wir gerade abbauen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Wir sind auf den einen Baum hoch und bauen jetzt eigentlich den ganzen anderen Baum ab. Das ist im Übrigen meine Lieblingsstelle hier. So, diesmal hat es funktioniert. So hoch. Und so, und so, und so, und so. Und das hier ist dann der andere Baum, auf dem wir jetzt gerade hochgehen. Da sammle ich mal ganz kurz die Fackeln hier ein. Weil nicht, dass wir dann irgendwann zu niedrig sind und die Fackeln nicht mehr einsammeln können. Das wäre dann schon ein bisschen suboptimal. Ihr habt immer einen Blick auf der Hungerleiste, auf der Lebensleiste hier unten, ne? Nicht, dass ich dann das mal wieder übersehe. Dann einfach ganz laut schreien. So, dann würde ich sagen, wieder einmal außenrum. Das heißt, wieder einfach außenrum und dann in der Mitte noch alles wegsensen, was irgendwie ein bisschen im Weg stehen könnte. Also eigentlich den gesamten Baum. Aber für das sind die Bäume ja eigentlich da. Ich finde es nur schade, dass es anscheinend keine Saplings gibt. Und dass die Bäume so wirklich so riesig sind. Weil so können wir uns eigentlich selber gar keinen so richtigen Wald pflanzen. Sondern, ja, so müssen wir halt schauen, wo in der Natur einer steht. Und wenn wir Bäume abholzen wollen, dann müssten wir ein bisschen weiter weggehen. Einfach weil wir keine nachpflanzen können. Denn dazu fehlen uns die Samen. Die Setzlinge. Die Samen sind ja eher für Feldfrüchte und sonstiges. Blumen haben auch Samen. Oder sagen wir es so, es gibt auch Samen für Blumen. Nicht alle Blumen haben Samen. Nun ja. Dann holen wir uns ein weiteres Mal Holz von diesem majestätischen oder einstmals majestätischen Baum. Das letzte Mal, das weiß ich noch, weil die Folge ist heute online gegangen. Da haben wir an diesem Baum über die. Nee, Schmarrn. Die Folge ist gestern online gegangen. Da haben wir an diesem Baum über YouTube gequatscht, glaube ich. Oder irgendwann in der letzten Aufnahme halt. Also entweder gestern, heute oder morgen. Heute weiß ich noch, da in der heutigen Folge, glaube ich, da haben wir über die GEMA haben wir da geredet, genau. Über die GEMA. Wie die das einfach so viel sperren lässt. Und dass nicht nur die GEMA das sperren lässt, sondern dass das teilweise auch einfach YouTube auf Verdacht sperrt. Weil YouTube da einfach keinen Ärger mit der GEMA haben will. Und dann sperren sie das teilweise, weil es Inhalte von der GEMA enthalten könnte. Ein Video, ganz kurz auf die Lebensleiste schauen. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig geschrien. Und nun ja. Das sieht man halt teilweise bei der GEMA nicht. Weil man liest ja immer nur. Man hat es ja schon so oft gelesen. Ich kenne es ja von mir selber. Man liest ja nur GEMA und dann. Ah, nein, scheiß GEMA und so. Aber tatsächlich steht da teilweise, weil es Inhalte.
Keine Ahnung, wie es genau da steht. Auf jeden Fall weiß Inhalte, die GEMA-pflichtig sind, enthalten könnte. Und dann. Naja. Dann sperrt es YouTube einfach, ohne dass die GEMA da irgendwas getan hat. So, mal kurz. Achso, das können wir nicht. Den Stack hier hoch und den Stack hier hoch und den auch und den auch. Und den hierher und den hierher. Und jetzt sehen wir mal ein bisschen was, wann wir wie viel Holz haben. Oh Gott, das geht schon wieder in einen anderen Baum über hier. Ich mache einfach hier. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwerer, die Unterscheidung. Deswegen haben wir jetzt, sind wir jetzt gerade auch an einem völlig anderen Baum, wie an dem, wo wir immer hochgehen. Weil die Bäume hier so miteinander verwachsen sind. Und dadurch kann man sie halt nicht mehr wirklich eindeutig unterscheiden. Nichtsdestotrotz finde ich den Map Generator immer noch deutlich besser als den von Minecraft beispielsweise. Und der eine oder andere wird sich jetzt bestimmt fragen, wieso vergleichst du das Spiel so oft mit Minecraft? Es sieht zwar genauso gleich aus, aber es gibt viele Spiele in der Hinsicht. Also es sieht nicht genau gleich aus, aber es hat das gleiche Spieleprinzip mit diesen Blöcken und so. Und ja, das ist, liegt einfach daran, weil ich selber Minecraft gespielt habe, beziehungsweise auch noch spiele, jetzt aber weniger privat, sondern mehr auf, also natürlich privat, aber weniger alleine, sondern mehr auf Servern. Also so Hunger Games und sowas, so Survival-Server, so wo man einfach nur baut, finde ich irgendwie, naja, ein bisschen langweilig auf Dauer. Weil du kannst ja auch nicht die ganze Zeit bei quatschen. Also könntest du schon, aber es schaut halt keiner an, wenn du es nicht aufnimmst. Deswegen finde ich, ist das so ein bisschen was anderes als hier, so ein Let's Play zum Beispiel. Für die Leute, die sich jetzt gefragt haben, hey, wieso machst du dann Terrasology-Let's Play? Wenn es eh nur, wenn es eh im Endeffekt nichts anderes ist, außer in der blockigen Welt rumlaufen und dabei quatschen und ein paar blöde Sachen bauen. Nur weil du dann glaubst, die Leute schauen dir dabei zu. Ja, wie gesagt, ist einfach was anderes, ob man das als Let's Play macht oder ob man so privat spielt. Und ich finde, Let's Plays machen, also durch das Let's Play, finde ich, macht mir Spielen viel mehr Spaß, als wenn ich es einfach nur, ja, praktisch für mich spielen würde. Weil in einem Let's Play, da spielt man ja zwar auch für sich, aber, naja, in gewisser Weise auch für die Zuschauer. Und das, ich finde, das macht einfach Spaß, mit den Zuschauern zu interagieren und dann auch, ja, tolle Kommentare zu erhalten. Also ich habe mich schon über einige Kommentare sehr gefreut. Und, ja, sowas motiviert dann halt auch einfach. Oder wenn man ein neues Abo bekommt, dann weiß man, jawohl, da gefällt einem die Arbeit, die ich mache. Und ja, sowas motiviert dann halt wirklich. Und sowas baut auf. Auf sowas kann man dann auch aufbauen. Also nicht nur sowas baut auf, sondern auf sowas kann man auch aufbauen. Hier ist ein bisschen dunkel, ne? Ich stelle mir hier eine Fackel auf. Hier so. Denn wenn man mal eine Community hat, oder eine kleine Community hat, der Content gefällt, die kann den Content dann auch weiter teilen und dann sieht es wieder jemand, dem das gefällt und der teilt es dann wieder weiter und so fort. Nur dafür braucht man erstmal eine Community, ja, der Content gefällt, den man erstellt. Und wenn man das erreicht hat, dann hat man es eigentlich geschafft. Und man hat's geschafft, das würde ich jetzt nicht bezeichnen als, man hat keine Ahnung wie viel Tausend oder wie viel Millionen Zuschauer soll es ja auch geben. Die, keine Ahnung, ich glaube PewDiePie hat jetzt erst die 10 Millionen Abo-Marke geknackt, das ist schon, ja, für mich ist es jetzt zum Beispiel utopisch, 10 Millionen, das ist schon, also, ne, nicht mal in den kühnsten Träumen.